Und jetzt kommt so eine... Läuft der überhaupt? Ja. Und jetzt kommt so eine spannende Geschichte. Die findet man dann tatsächlich erst so im Laufe der Zeit raus. Also das ist so ein... Ja, ein spannendes Thema. Und zwar, welche Strukturen gibt es in der Band? Weißt du, wenn ich so als Außenstehender irgendwo reinkomme und mich womöglich jetzt auch darüber freue, jetzt endlich meine erste Band gefunden zu haben, bin ich vielleicht noch so ein bisschen rosa wolkenmäßig, blaue Augen oder blauäugig, wie man so schön sagt, unterwegs und denke nur, ja, spielen, super. Ne? Und dann so, was ja auch ganz wichtig ist, so nach und nach entdecke ich dann, wie ist denn so dieses, wie sind denn so diese persönlichen Beziehungen innerhalb der Band? Ne? Gibt es da, oder im Idealfall sind alle cool miteinander, total entspannt, aber gibt es da vielleicht so innerhalb dieser kleinen Gruppe noch kleinere Grüppchen, die so ein, ja, ich sag mal, ein bisschen gegeneinander in Anführungszeichen arbeiten. Also ich sag mal, das ist natürlich immer noch, dass man gewisse Leute besser findet als andere, ist ja ganz normal. Na, aber ist das alles noch in einem coolen Rahmen? Also dass man sagen kann, okay, das ist schon so ein locker, derber Musikerumgang, oder ist da so eine Grenze erreicht, wo ihr dann sagt, so, ah, finde ich jetzt vielleicht doch nicht so cool. Na, und dann ist es eigentlich auch immer so die Sache, so als Newbie, was mache ich, wie gehe ich jetzt damit um? Also bin ich jetzt der Meinung, mach da jetzt mit oder halte ich mich da jetzt lieber mal zurück? Mit Sicherheit ist erstmal Zurückhaltung besser, aber das ist jetzt auch so ein Extremfall. Meistens sind nämlich tatsächlich die meisten Bands wirklich cool miteinander. Was aber auch noch eine ganz spannende Frage ist, wer ist denn der Chef überhaupt im Laden? Ne, ist das jetzt wirklich so ein klassisch-demokratisches System, was ich da habe? Oder gibt es dann halt einen, der wirklich alles entscheidet? Ne, wann probe ich, was probe ich? Ich nehme Auftritte an, ohne die anderen zu fragen. Hier, ich habe dir jetzt diese gelbe Krawatte rausgesucht, die trägst du jetzt bitte immer bei Auftritten oder irgendwie sowas. Auch im musikalischen Bereich gibt es da also quasi tatsächlich so eine Art Diktatur. Oder aber ne, gibt es dann halt so eine gesunde Aufgabenverteilung innerhalb der Band, was den ganzen Ablauf betrifft, Proben und so weiter und so fort. Ne, das ist nicht so ganz unwichtig, aber da reden wir ein andermal drüber. Also, ihr wisst, es gibt nichts, was man nicht mit einem guten Groove und einer schönen Tasse Kaffee aus der Welt schaffen kann. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und wir sehen uns.